Hallo, ich bin Elienix und in diesem Video zeige ich euch, wie eure Sims zu Einbrechern werden können. Viel Spaß! Der Mod, den ich euch heute vorstelle, der nennt sich ganz einfach Be a Burglar und wie schon gesagt, damit können eure Sims aktiv zu Einbrechern werden. Also es ist eben keinesfalls wie die Verbrecherkarriere, sondern mit Hilfe von diesem Mod könnt ihr wirklich aktiv in Häuser von anderen Sims einbrechen und ihnen die ein oder andere Sache klauen. Wenn du dich noch nicht so gut mit Mods auskennen solltest, ist das gar kein Problem. Ich habe dazu einen Guide gemacht, in dem ich alles Schritt für Schritt erkläre. Ich blende dir den jetzt hier rechts oben ein. Dieser Mod ist vom Creator NC4T und das ist eine Abkürzung für Need Coffee for That. Und der Mod ist tatsächlich auch erst einen Monat alt. Übrigens habe ich auf seiner Patreon-Seite gelesen, dass der Creator Deutsch spricht. Also falls du der Creator bist und dieses Video gerade siehst, hi, ich finde deinen Mod unglaublich toll. Und bevor es losgeht, noch eine kleine Info von meiner Seite. Bald kommt mein erstes Let's Play online und mit bald meine ich diese oder nächste Woche. Falls es schon da ist, verlinke ich es natürlich hier jetzt rechts oben. Und ich habe mir auch schon genau überlegt, welche Rolle dieser Mod in diesem Let's Play spielen wird. Er wird nämlich definitiv vorkommen, weil ich ihn so unglaublich cool finde. Aber da sollte er auf jeden Fall Platz haben, weil einen kleinen Spoiler habe ich schon. In diesem Let's Play wird es jede Menge Kinder geben. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn du auch dort vorbeischauen würdest und dich in den Kommentaren an der Geschichte beteiligst. Und den Link zum Mod findet ihr natürlich in der Videobeschreibung, aber dann hätte ich gesagt, starten wir gleich ins Spiel. Wie auch bei meinen anderen Videos über Mods bin ich auch heute bei einem Mitglied der Familie Smith. Und zwar sind wir heute wieder bei Maya, Patrick und ihren drei Kindern. Falls du dich wunderst, wieso die beiden auf einmal Drillinge haben, das ist in meinem Video über Mods für bessere Persönlichkeiten passiert und dort habe ich ja angekündigt, dass ich auf keinen Fall speichern werde, weil ich nicht mit Drillingen spielen möchte. Ja, ich habe gespeichert und jetzt habe ich Drillinge. Juhu! Aber wie gesagt, das ist Maya und sie wird heute zu einer Einbrecherin. Ich habe ihr dafür extra dieses schwarze Outfit gegeben und dieses schwarze, dreckig wirkende Make-up in ihrem Gesicht, weil ich mir gedacht habe, genau so sehen Einbrecher aus. Ja, okay. Auf jeden Fall, Maya wird jetzt zur Einbrecherin. Und zwar ist das Einbrechermerkmal im Belohnungsstore zu erhalten. Also müssen wir jetzt einfach hier auf ihr Bestreben gehen. Und dann hier in den Belohnungsstore. Wundert euch bitte nicht, wieso ich hier so unendlich viele Merkmale drinnen habe. Das kommt von einem anderen Mod. Hier haben wir es, Einbrecher. Das Ganze kostet 5000 Punkte und indem wir hier draufklicken, können wir es kaufen. Ja, wir möchten das Einbrechermerkmal kaufen. Wenn wir jetzt auf ihre Simologie gehen, dann sehen wir hier unter ihren Merkmalen Einbrecher und es ist ein Belohnungsmerkmal. Derzeit ist es leider erst Vormittag, deswegen werden wir jetzt warten, bis es Abend wird. Wir haben jetzt kurz nach 21 Uhr und werden uns jetzt gleich auf den Weg machen. Bitte übrigens keine Kommentare dazu, wie dieses Apartment aussieht. Ich weiß, es sieht schrecklich aus. Aber wir haben eben Drillinge im Kleinkindalter. Das ist jetzt einfach mal meine Entschuldigung. Aber okay, dann machen wir uns jetzt auf den Weg. Dann reisen wir einfach einmal nach Brightchester und zwar hier zu Baby Ariel. Maya reist natürlich alleine, hier wollen wir wirklich niemanden mitnehmen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ihr Mann das auch nicht so cool findet. Warum ist sie draußen? Wie sollen wir einbrechen, wenn sie draußen ist? Geh rein! Ja, perfekt, gut. Sie umarmt hier ihr Kind. Warten wir noch, bis sie gegangen sind. Sie möchten nicht gehen. Geht nach oben. Egal, die beiden wollen einfach nicht nach oben gehen, aber wir werden jetzt trotzdem einmal versuchen, ins Haus einzubrechen. Knacke das Türschloss und betritt diese Residenz, ohne eingeladen zu sein. Gut, und jetzt versucht Maya, ins Haus einzubrechen. Und jetzt hat sie auch die Einbruchsfähigkeit erworben. Maya hat gelernt, wie man Schlösser knackt und kann sich jetzt in jedes Haus schleichen, um Sachen zu entwenden. Zwar sind ihre Versuche, Schlösser zu knacken, derzeit noch sehr ungeschickt und alles andere als geräuschlos, aber mit der Zeit und Übung wird sie sicher besser darin. Maya sollte es vorerst aber ruhig angehen und sich nur an kleinen Objekten versuchen. Schließlich kann man mit dem riesigen Flachbildfernseher unter dem Arm nicht sehr gut laufen, oder? Also wie ihr seht, durch diesen Mod gibt es eben eine neue Fähigkeit und zwar die Einbruchsfähigkeit. Die habt ihr hier auch ganz normal unter Fähigkeiten und davon gibt es insgesamt 5 Level. Brich in die Wohnungen anderer Leute ein und stehle Wertsachen direkt vor ihrer Nase. Erhöhe diese Fähigkeit, indem du in die Häuser anderer Sims einbrichst, um eine höhere Erfolgschance zu erzielen und schließlich wirst du in der Lage sein, in die Häuser von Prominenten und Privatwohnungen einzubrechen.
Von unserem Einbruchsversuch haben wir übrigens noch eine Benachrichtigung bekommen. Die Tür ist immer noch verschlossen und du hast wirklich viel Lärm gemacht, als du so ungeschickt in diesem Schloss herumgestochert hast. Bist du sicher, dass du es noch einmal versuchen willst? Ja, ich bin mir sicher, wir werden es jetzt gleich noch einmal versuchen. Anscheinend wurde sie entdeckt, denn sie läuft und läuft. Ich habe keine Ahnung, wo sie hinläuft. Vermutlich läuft sie nach Hause und das möchte ich natürlich nicht. Oh, oh oh. Unser erster Einbruchsversuch ging eindeutig nach hinten los. Verhaftet. Was für Pech. Die Polizei wurde gerufen und konnte Maya einholen, als sie um eine Straßenecke bog. Maya wurde wegen Einbruchs verhaftet. Wir sind jetzt automatisch wieder im Haushalt gelandet. Maya ist nicht da. Und wir sehen hier die Interaktion verhaftet. Und anhand des grünen Balkens können wir sehen, das kann eine ganze Weile dauern. Wir haben jetzt Mittwoch kurz nach 23 Uhr. Ich werde jetzt einfach mal vorspulen und dann werden wir sehen, wie lange sie jetzt im Gefängnis bleiben muss. Sie hat davon jetzt auch zwei Stimmungen erhalten. Und zwar die erste. Das lief nicht wie geplant, vom Erwischtwerden. Verdammt, Maya wurde gefasst und konnte nur knapp vom Tatort entkommen. Warum hat sie es nur für eine gute Idee gehalten, in dieses Haus einzubrechen? Sie hofft nur, dass die Besitzer nicht die Polizei gerufen haben. Und was passiert in diesem Haus? Warum ist alles kaputt und wer sind diese Menschen? Und die zweite Stimmung ist, mir gefällt das nicht, weil festgenommen wurde. Maya wurde von der Polizei gefasst und muss einige Zeit im Gefängnis verbringen, um für ihre Verbrechen zu büßen. Ihr gefällt es hier nicht, ganz und gar nicht. Und dann weiter im Schnelldurchlauf. Ich hoffe, sie kommt bald nach Hause. Jetzt haben wir Donnerstag 12 Uhr mittags und wir können ganz gut sehen, die halbe Zeit ist schon abgelaufen. Also ich schätze, wenn die Sims festgenommen werden, dann verbringen sie eben 24 Stunden in Haft. Maya ist endlich wieder zu Hause. Wie schon gedacht, sie war genau 24 Stunden im Gefängnis. Jetzt ist sie eben wieder zu Hause angekommen und wir haben folgende Benachrichtigung erhalten. Die Polizei hat die Sachen von Maya durchsucht und jeden einzelnen gestohlenen und anderweitig illegalen Gegenstand beschlagnahmt, den sie bei ihr finden konnten. War sie schnell genug, um einige Teile der Beute zu verstecken? Maya wurde außerdem mit einer saftigen Geldstrafe bestraft und muss einige Zeit im Gefängnis verbringen. Zum Glück ist sie wieder da, das mit der Geldstrafe habe ich jetzt leider verpasst. Aber wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir vorher fast 70.000. Also 10.000 Simoleons ist schon eine ganze Menge. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie nicht mal geschafft hat, etwas zu klauen. Aber gut, wir versuchen es jetzt einfach nochmal. Dafür reisen wir jetzt wieder. Und zwar, diesmal reisen wir mal nach Henford and Bagley. Vielleicht gibt es hier ja einen Haushalt, der nicht gleich die Polizei verständigt. Die Huntingtons sind ja beide nicht da. Dann schauen wir am besten gleich einmal hier vorbei. Und Mr. Huntington ist doch da. Er steht direkt vor seinem Haus. Warum ist das in die Sims 4 immer? Es ist 23 Uhr. Er sollte schlafen. Aber gut, wenigstens geht er jetzt in sein Haus. Dann warten wir jetzt am besten noch ein klein wenig ab. Aber in der Zwischenzeit, wenn dir dieses Video gefällt und du gerne mehr Videos von mir sehen möchtest, dann vergiss nicht, mich zu abonnieren. Auf diesem Kanal kommen nämlich zweimal die Woche Videos über die Sims. Aber gut, wir brechen jetzt bei den Huntingtons ein. Einbrechen. Let's go, Maya. Diesmal schaffen wir es. Willi hat anscheinend großen Hunger. Es ist nicht unser Baby. Wir können ihn nicht füttern. Und Monika hat auch großen Hunger. Was passiert in diesem Haus? Die Tür ist immer noch verschlossen und du hast wirklich viel Lärm gemacht. Als du so ungeschickt in diesem Schloss herumgestochert hast, bist du sicher, dass du es noch einmal versuchen willst. Oh mein Gott, wer ist dieser Mann? Lucas Palm, ich habe keine Ahnung, wer du bist. Erwischt. Oh Mist, Maya wurde erwischt. Schnell, lauf, versteck dich. Wir hauen besser ab. Und jetzt versuchen wir es einmal in Solani. Und zwar reisen wir hier zum Haushalt Suzuki. Mr. Suzuki, wir werden dich jetzt berauben. Oder vermutlich nicht, weil Maya es ganz sicher wieder nicht schafft. Vielleicht ist sie einfach untalentiert. Ich glaube, bei euren Sims läuft es dann besser. Wie könnte es anders sein? Er steht mal wieder vorm Haus. Mr. Suzuki ist im Haus. Ich habe seinen Vornamen vergessen. Und jetzt werden wir versuchen, einzubrechen. Diesmal habe ich ein sehr gutes Gefühl. Ich glaube, Maya wird es endlich schaffen. Sie fühlt sich auch selbstsicher. Also, was soll da schon schief gehen? Okay. Er hat uns entdeckt. Maya ist gerade dabei, davonzulaufen und ich habe mich jetzt für einen sehr drastischen Schritt entschieden. Ich werde jetzt ganz einfach cheaten. Ja, es tut mir leid, dass ich schon wieder cheaten muss, aber ich möchte euch ja den ganzen Mod zeigen und das kann ich nicht, wenn ich in kein Haus hineinkomme.
Und deshalb werde ich die Fähigkeit jetzt ganz einfach maximieren. Dazu klicke ich mit Shift auf sie drauf, gehe auf Sim-Info-Cheaten, dann auf Fähigkeit einstellen und hier haben wir Einbruch. Und dann werden wir hier die Fähigkeit auf Level 5 stellen. Und sie hat die Fähigkeit maximiert. Level 5 der Einbruchsfähigkeit erreicht. Es gibt kein Schloss, das Maya aufhalten kann. Es ist kaum eine Herausforderung mehr für sie, in eine Wohnung einzubrechen, die ihr gefällt. Also hat Maya jetzt ein Auge auf diese hochsicheren Promi-Häuser und Privatwohnungen geworfen. Diese reichen, überheblichen VIP-Sims haben wahrscheinlich jede Menge süßes Geld und Wertsachen, die einfach offen herumliegen, oder? Warum nicht hingehen und einen Blick darauf werfen? Maya hat die Einbruchsfähigkeit maximiert und hat jetzt eine sehr hohe Chance, erfolgreich und leise Schlösser zu knacken. Maya kann jetzt auch in Promi-Häusern und Privatwohnungen einbrechen. Und da sie jetzt eine Expertin unter den Einbrechern ist, reisen wir am besten einmal nach Del Sol Valley. Hier in Del Sol Valley versuchen wir es jetzt bei der Familie Flex. Auf ein neues! Maya versucht, in das Haus einzubrechen. Erfolg! Schloss geknackt, Tür offen, pass jetzt auf, du willst doch nicht, dass dich jemand sieht, oder? Sieht gut aus, es ist auch niemand hier. Die sind oben, okay. Wir haben es geschafft, wir sind jetzt zum ersten Mal in einem Haus und schauen wir, was wir mitnehmen können. Oh oh, da kommt ein Kind die Stiegen runter, versucht das zu stehlen und versucht das zu stehlen. Ich hoffe, er erkennt uns nicht. Hurra, Maya hat erfolgreich ein Objekt geklaut. Ob sie jemand gesehen hat? Gehen wir hier weiter. Das können wir nicht mitnehmen. Die Statuen können wir klauen. Okay, anscheinend kann man hauptsächlich Dekorationsobjekte klauen. Oh, 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 wo geht er hin? Er darf uns nicht entdecken. Ich muss sagen, ich finde diesen Mod bis jetzt unglaublich spannend. Ja, natürlich, ohne Cheat wären wir jetzt nicht so weit gekommen. Aber man muss bedenken, wenn man jetzt normal spielt und eben hin und wieder versucht, wo einzubrechen, dann passt das mit der Fähigkeit schon ganz gut. Ich versuche das Ganze ja jetzt nur im Schnelldurchlauf durchzuspielen, damit ich euch einfach zeigen kann, was dadurch möglich wird. Aber okay, schauen wir weiter. Ich würde gerne nach oben gehen in den oberen Stock. Die Geige könnten wir auch mitnehmen. Markus geht auch weg. Das Kind geht auch weg. Warten wir noch, bis das Kind weg ist und dann gehen wir schnell zur Geige. Schnell! Lauf zur Geige. Nimm die Geige mit. Uns wird niemand entdecken. Dann nehmen wir hier noch diesen Fuchs. Es ist so aufregend. Ihr braucht diesen Mod, glaubt mir. So, dann gehen wir jetzt schnell nach oben. Es fühlt sich durch diesen Mod gerade irgendwie nicht mal an wie die Sims. Ich kann es schwer beschreiben. Gut, stehlen wir noch diese Figur. Pflanzen können wir nicht stehlen. Können wir das Bett stehlen? Ah, schade. Was ist das eigentlich für ein fancy Haus? Wieso habe ich nie solche Häuser? Meine Sims brauchen eindeutig mehr Geld. Die Staffelei können wir mitnehmen. Oh, da ist ein Safe. Er ist leer. Warum hat man einen leeren Safe? Was bringt einem das? Ich glaube, wir haben aus diesem Haus gerade alles gestohlen, was möglich war. Ihr habt sicher bemerkt, am Anfang war ich ein wenig überfordert, aber im Grunde bin ich wirklich begeistert von diesem Mod. Ladet ihn euch auf jeden Fall herunter, ich finde ihn großartig. Aber dann sind wir jetzt schon am Ende meines Videos angelangt. Wie dir sicher aufgefallen ist, ich finde diesen Mod einfach großartig und ich glaube, du brauchst ihn auf jeden Fall in deinem Spiel. Und an dieser Stelle freue ich mich natürlich wieder über jedes Abo, über jeden Kommentar und über jeden Like. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!